Tesla-Chef Elon Musk und seine durchgeknallten Ideen. Ne? Im vergangenen Jahr hatte man Cabrio mit Astronautenpuppe am Steuer ins All geschossen. Jetzt will er, dass seine Autos pupsen oder Galoppgeräusche machen oder so wie eine Ziege meckern. E-Autos sind nun mal recht leise. Warum sollten sie also nicht lustige Geräusche machen beim Fahren? Elon Musk hat das bei Twitter angekündigt, also dass man bald den Sound des Teslas einstellen kann, damit Fußgänger auf lustige Weise gewarnt sind. Wie ernst das gemeint ist, wissen wir nicht. Was wir aber wissen ist, dass dieses Feature bei uns in der EU nicht erlaubt sein wird. Seit 1. Juli gilt die AVAS-EU-Verordnung, das steht für Acoustic Vehicle Alerting System. Neu angemeldete Autos zum Beispiel müssen jetzt alle Geräusche machen bei unter 20 km/h. Angelo D'Angelico designt mit seiner Firma Soundspeed Geräusche für E-Autos. Mit ihm habe ich gesprochen und habe ihn gefragt, meckernde, pupsende E-Autos. Dieser Spaß, der wird also an uns vorbeigehen, ne? Als ich die Aussage jetzt heute auch gelesen habe, war es natürlich sehr, sehr spooky, weil diese AVAS-Norm, um die es geht, die verbietet das natürlich. Das heißt, die Definition von diesen zusätzlichen Pflichtklängen, die wird eher so klingen wie eine einfahrende S-Bahn. Etwas anderes ist da gar nicht erlaubt. Aber es sind ja einzelne Sachen auch nicht gleichzeitig verboten worden. Also entweder hat Herr Musk hier was ganz Raffiniertes ins Spiel, zu sagen, ja, wenn es nicht verboten ist, dann mache ich das einfach zusätzlich. Oder er spricht mit seinen Technikern, wenn er tatsächlich auch was meinen sollte. Aber beides passt nicht zusammen. Zumal ja auch viele dieser Klänge, zum Beispiel Signalklänge, die er da auch anspricht, schlicht und ergreifend verboten sind. Also das ist auch diese 70er-Jahre-Fanfaren sind ja auch verboten. Hm. Also ich vermute, entweder ist es ein Promo-Gag oder er ist sehr schlecht informiert oder er spekuliert tatsächlich darauf, dass alles erlaubt sei, was ja nicht gerade verboten ist. Aber mit der AVAS-Norm hat das absolut nichts zu tun. Dann sprechen wir mal über die Rechtslage in den USA. Da müssen Elektroautos künstliche Geräusche erzeugen, wenn sie langsamer als 30 km/h fahren. Wie sieht die Rechtslage in der EU aus? In der EU ist es so, allerdings nur bis 20 Kilometer müssen die Pflichtklänge machen. Das ist auch relativ klar definiert, in welcher Lautstärke und in welchen Frequenzen die dann modelliert werden müssen. Das heißt, ein bisschen höher und tiefer werden, dass man erkennt, fährt das Auto an oder nicht. Das ist die Pflicht. Und was ist dabei Ihre Aufgabe? Haben Sie da ein bisschen Gestaltungsfreiraum, also künstlerische Freiheit beim Designen von E-Auto-Geräuschen? Also der Gestaltungsfreiraum bei dem Pflichtklang AVAS ist relativ eingeschränkt. Innerhalb der EU werden zwei Frequenzen vorgeschrieben, die sich je nachdem, ob das Fahrzeug anfährt oder zum Stehen kommt, erhöhen müssen oder tiefer werden müssen. Innerhalb der EU sind es zwei Frequenzen, die moduliert werden müssen in der Tonhöhe USA 3. Und die Chinesen und die Russische Föderation werden höchstwahrscheinlich der EU-Richtlinie folgen. Ist das nicht ein bisschen seltsam, dass diese Geräusche dann meistens ein wenig nach Verbrennungsmotor klingen hier bei uns in der EU? Weil, ich sag mal, Handy klingeln muss ja auch nicht nach einem alten Telefon klingeln, sondern da haben wir ja auch Gestaltungsspielraum. Also das ist eigentlich gar nicht mal seltsam, sondern ein ganz bewusster Vorgang. Es gab einen ursprünglichen EU-Vorschlag aus dem Jahr 2011. Da waren tatsächlich außer Tierklänge und außer Signalklänge alles zugelassen. Dann kamen aber Studien dazu, jetzt explizit eigentlich meine. Und ich habe relativ breit Umfragen gemacht und auch Tests gemacht. Und dabei zeigte sich, dass der Verkehrsteilnehmer nicht auf irgendeinen Klang anspringt, sondern der Verkehrsteilnehmer ist darauf konditioniert, auf den Verbrennerklang. Also hochfahren und tiefer werden der Frequenzen. Darauf reagiert der Verkehrsteilnehmer auf Achtung. Und deshalb hat man sich nach Diskussionen entschlossen, das beibehalten zu wollen, um nicht dem Verkehrsteilnehmer ständig neuen Klängen zumuten zu müssen, von denen er gar nicht weiß, dass er auf Achtung schalten soll. E-Auto-Sounddesigner Angelo D'Angelico.